Hallo und willkommen zurück zu Dark Souls 3. Ey, hat sie sich im Hintergrund gerade mit verbeugt? Sah so aus. Naja, wir haben beim letzten Mal hier die Katakomben ein bisschen angeguckt, ne? Ich wollte eigentlich schon weiterreisen, aber nein, wir wollten doch den Typen da draußen noch killen. Wo ging es denn jetzt nochmal lang? Da? Genau. Das hier ist etwas nervig im Spiel. Ne? Ich habe schon davon gehört, dass wohl die Ladezeiten etwas brauchen. Ich weiß nicht, ob es überall so ist oder nur beim Nexus hier. Ich nenne den jetzt einfach mal einfachheitshalber Nexus, ja. Dass wir hier so ein bisschen warten müssen. Aber okay. Ich glaube, das kann man noch verschmerzen. So, mal sehen, ob wir den jetzt kriegen. Eigentlich dürfte das ja ganz gut gehen, hoffe ich doch mal. So mit Pyromantie und so. Mal gucken. Erstmal mache ich euch weg. Euch traue ich nicht. Ja. Ach, hier war ich noch gar nicht. Hey. Hier ist ja noch was. Glut. Okay. Schön. War ich hier auch noch nicht? Okay, okay. Eine Etage tiefer ist der Hund, ne? Oder? Und hier. Ah, sehr gut. Und ein Heimatknochen. Achso. Ich breche schon in Panik aus, weil es gar nichts passiert. Ja, okay. Dann gehen wir. So. Ja, der Heimatknochen ist zum Zurückreisen da. Also die Items muss ich jetzt hoffentlich nicht alle nochmal vorlesen. Wenn doch, dann sagt natürlich Bescheid. Das kann man ja dann trotzdem noch machen im Nachhinein. Versuch parieren. Oh ja, stimmt, wir können ein bisschen parieren. Ich weiß nicht, ob das der richtige Gegner ist, um das jetzt auszutesten. Naja, warum eigentlich nicht? Hallo? Wie geht es denn so? Oh, er macht mich schon voll nervös mit diesem Move. Na. Mist. Oh, Alter. Ein schlechter Gegner zum Parieren üben, glaube ich. Ich kann dich da ganz schlecht treffen. Ich habe so im Gefühl, wir brauchen ein paar Mal, bis wir den kriegen. Oh, nö, und jetzt jedes Mal warten, bis wir da den doofen Vorhang da, den Schleier da durch können. Blöd. Sonst haben wir hier alles angeguckt, oder? Haben wir schon da? Haben wir hier oben schon geguckt? Ja. Was ist denn da oben? Wie komme ich da hin? Bin ich gerade blind? Da muss hier doch... Ach so, hier! Hier waren wir noch nicht, oder doch? Das Leuchtfeuer wird dich gerne Losrek bringen. Ach so, ja. Ja, das weiß ich selbstverständlich. Okay, hier ist nichts. Nur der Hinweis, falls man gar nicht weiß, was man tun soll im Spiel vielleicht. Jetzt auf der anderen Seite auch noch hoch. Jo. Oh, die Musik. Die ist echt schön hier. Hier waren wir doch noch nicht, oder? Ein Riese. Ein Riesenbaumsamen. Noch nicht gefallen. Okay.
Bei Dark Souls 2 konnte man ja in die Erinnerungen der Riesen hier. Ich weiß nicht, vielleicht geht's hier auch irgendwann. Das wäre cool. Das wird mit Sicherheit verschlossen sein. Oder? Natürlich. Ah, hier ist eine Leiter. Ah. Ha. Okay. Und hier ist nichts mehr. Gut, dann sollten wir daran denken, wenn wir da irgendwann mal hochkommen, dass wir hier aufs Dach können und die Leiter runter machen können. Ja, okay. Okay. Und auf den Turm kommen wir wahrscheinlich, wenn wir den Katana-Typen da gekillt haben. Was ich jetzt tun werde. Ach Mist, wir sind jetzt. Wir haben gar keine Glut mehr, ne? Also wir sind nicht mehr entfacht. Sehe ich gerade. Ein bisschen weniger Leben und so. Naja, egal. Hallo. Guten Tag. Was hältst du denn davon, hä? Gefällt dir das? Oh, er wird böse. Oh nee, ich glaube, ich hab schon wieder die anderen Vögel da angelockt. Kann das sein? Nee, doch nicht. Na gut. Ja. Okay. Au. Ah, nein! Ach, Mann, der ist ganz schön schnell. So eine Scheiße. Oh, wie er guckt. Hochnäsiger Bastard. Ja. Okay, man darf ihn nicht zum Schlagen kommen lassen, sonst bin ich eigentlich schon tot, ne? Rufus. So, hatte die Oma nicht den. Ah, well met, Ashen One. Ja, How may I hallo. be of service? Mal gucken. Die hatte auf jeden Fall irgendeinen Schlüssel. Vielleicht ist es der Schlüssel zu dem Turm. Ja, genau, Turmschlüssel. Hinter dem Schrein. Ist der wahrscheinlich, oder? Oh, der kostet 20.000. Vielleicht bringen wir die ja mit, wenn wir da von diesen hohen Mauern zurückkommen. Ashen One, be sure to bring more souls. Ja, das ist natürlich. So, ich denke, jetzt besiegen wir ihn, wenn ich mal ein bisschen vorsichtiger bin, vielleicht. Ich finde, man hat hier schon gewisse Vorteile, wenn man mit Pyromantie startet. Ey, nichts ausweisen hier. Hör auf damit. Ach, Mist, das war doof. Hi. Ein Arsch! Alles rausschneiden. Nein, natürlich nicht. Obwohl, was mal ganz interessant wäre, wenn ich so zu den größeren Bossen kommen, bei denen ich bestimmt dann auch mal länger sitzen werde. Soll ich dann das so zusammenschneiden, dass man nicht 1000 Folgen dafür braucht? Oder wollt ihr jeden einzelnen tot sehen? Ich meine, mir ist es egal, aber ist das langweilig oder will man das sehen? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Los! Hallo.
Mist. Mist. Oh nein! Oh. Ohne Worte. Er kann also auch parieren. Der dumme Sack. Der regt mich ja schon wieder auf, ne? Der ist gar nicht so schwer. Wieso kann ich jetzt nicht... Oh, ich kann gleich auch noch ein paar Brandbomben eigentlich hinterherwerfen. Dann haben wir ihn sowieso. So, ja, eigentlich der Stress. Puh. Obwohl, wir haben ja auch noch hier so einen Mana-Trank, ne? Ja, na gut. Wie viel Schaden macht eigentlich so eine Feuerbombe? Hab ich noch gar nicht getestet, oder? Wahrscheinlich ähnlich. Ein bisschen mehr als mein Zauber. Komm. Komm. Nein. Okay. Nice. Ja, hätte man auch von Anfang an so machen können. Ich wollte ihn eigentlich gerne tot hauen, aber naja, ich bin anscheinend zu schlecht dafür. So, wir gucken uns mal das Schwertchen an und seine komischen Klamotten. Ja. Ein Uchigatana, das 16 Geschicklichkeit braucht und ich habe 14. Na gut, dauert nicht mehr lange. Ich glaube, da werde ich erstmal dann drauf gehen. Katanas sind schon ziemlich cool eigentlich. Ein kunstvoll geschmiedetes, scharfes Katana aus den östlichen Landen. Die fein geschärfte Klinge schneidet durch Fleisch wie durch Butter und verursacht Blutungen. Aber sie ist daher leicht zerbrechlich. Fertigkeit halten. Nimmt eine Haltestellung ein und dann mit einem normalen Angriff einen schnellen Ausfallhieb oder ein abwehrendes Parieren mit einem schweren Angriff auszuführen. Ein abwehrendes Parieren mit einem schweren Angriff auszuführen. Okay. Cool. Ja. Gut, da müssen wir es natürlich beidhändig immer halten. Naja, das kann man dann testen, wenn es soweit ist. Achso, und die Klamotten von ihm, was haben wir hier? Achso, ja, wir schon. Habe ich mir das eigentlich schon mal angeguckt? Gewänder der Pyromanten des großen Sumpfes, bestehend aus Bronze, Ornamenten und Tierfell. Im großen Sumpf galt Bronze als ritueller Schutz gegen Ungeister und als Abwehr gegen die Finsternis. Und das hier? Ein furchtbar verschlissenes Hemd. Männer denken sich gerne Geschichten aus, um die Zerlumptheit ihrer Kleidung zu erklären. Okay. Ist das so, liebe Männer? Mein sechster Sinn warnte mich vor der Gefahr. Ich tanzte die wirbelnden Klingen aus und blieb unverletzt. Was ich von meiner Kleidung jedoch nicht behaupten kann. Ach so, so war das. Naja, dem Typen glaube ich es ja sogar mit seinem Katana hier. Was stand da? Gewänder des Meisters? Gewänder des Meisters, okay. So, dann können wir jetzt auf jeden Fall doch mal hier weiter, ne? Oder ist dafür vielleicht der Turmschlüssel? Das Ding hier könnte auch sein, ja. Also es wird auch zu sein, vermute ich doch mal. Okay. Gut, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Naja, es hat sich gelohnt. Wir haben ja das Schwert. Und ein paar Seelen gab es auch dafür. Okay. Jetzt
würde ich mal sagen, wir gehen in das neue Gebiet. Ja. Aber wir können noch ein, zwei Level wahrscheinlich aufsteigen. Eher eins statt zwei, vermute ich mal. So. Andre, wo bist du nochmal? Da? Ja. Was mir jetzt gerade einfällt, es gab doch auch irgendwie eine neue Funktion mit den Flakons. Das war doch bei ihm. Well, Matt, 'tis good to see ye in good health. What needs smithing this day? Genau, das hier? Ja. Das finde ich cool, dass es das jetzt gibt. Ich denke, wir bleiben erstmal hierbei. Obwohl, nee, wir lassen es so. Vielleicht brauchen wir das noch, wer weiß. Pretty, be careful. I don't want to see my work squandered. Was wollte ich hier überhaupt? Wollte ich hier was? Nee, ich wollte Level aufsteigen. Wir könnten auch schon die Axt ein bisschen verbessern, aber... Ah nee, wenn wir auf das Katana gehen, dann lohnt sich das, glaube ich, nicht. Ashen One. Mhm. Produce the coiled sword at the bonfire. The mark of ash will guide thee to the land of the lords. To Lothric, where the homes of the lords converge. Okay. Die hat eine so schöne Stimme. Then touch the darkness within me. Take nourishment from these sovereignless souls. Okay, ein Level. So. Bin mir ziemlich sicher, wir werden das gleich schnell wieder verlieren, also. Farewell, Ashen One. Ja, ja, farewell selber. Tschüss. Zauber haben wir noch nicht. Untoten Knochensplitter. Mhm. Ich weiß gar nicht, was der bringt. Naja, wir werden es noch erfahren, ne? So, hohe Mauer von Lothric. Ja, genau. Okay. Dann auf geht's. Ringe und so habe ich, glaube ich, noch gar nichts gefunden, oder? Aber ich glaube, jetzt werden wir eine ganze Menge Krimskrams finden. Aha. Ach so, das hier ist doch... Ist das nicht der Raum, wo man angefangen hat, wenn man diesen Stresstest gemacht hat? Ja, ne? Und das hier ist doch auch so ein gewundenes Schwert. Wieso kann man... Wieso liegt das hier eigentlich? Was hat das... Das hier war wohl mal ein Leuchtfeuer, oder? Das nicht mehr angeht? Hm. Sehr hübsch. Das ist echt hübsch. Bin gespannt, wie viel wir davon letztendlich dann erkunden können. Sieht ja ziemlich verwinkelt aus. Boah, es ist... Sieht geil aus. Hm. Ich will ganz nach oben. So. Und hier hinter uns ist gar... Doch, da ist ja sogar noch was. Da ist noch ein... Was ist das? Ein Kloster oder so? Ich weiß nicht, ob wir da auch hinkommen. Bestimmt. Eigentlich heißt es ja, alles, was man sieht, kann man auch erkunden, ne? Und hier so? Ja, da hinten ist auch noch irgendwas. Hm. Okay. Ziemlich viel zu gucken. So, aber da haben wir schon das Leuchtfeuer.
Ja, die habe ich zwar schon im Stresstest und so gesehen. Keine Ahnung, was die bedeuten. Sieht voll unheimlich aus. Sieht aus, als wurden die zu Bäumen. Oh Gott, aus dem Mund raus. Ugh. Okay. So, das mache ich erstmal kaputt. Huch. Was? Oh, hallo. Tja, kleine Titanitscherbe. Schön, danke sehr. Okay, dann gehen wir mal hier lang. Oh, Hunde. Uah, da ist doch ein Hund, ne? Oh, er war größer, oder? Ja, der Oberhund. Na gut. Hat ihm auch nicht geholfen. Okay, die... Oh, die haben Angst. Oh nein. Eben haben sie noch gebetet. Dann haben wir angefangen zu kämpfen. Jetzt haben sie Angst, die Armen. Da geht's runter. Okay, wir gucken erstmal hier so. Boah, der hat ja ganz schön viel Leben. Shit. Wieso hast du so viel Leben? Mhm. Okay. Gibt's in diesem Teil eigentlich wieder so verborgene Wände? Bestimmt, ne? Ich hasse das ja. Ich bin einfach so schlecht im Auffinden von Wänden. Aber dann ist es auch immer ein Highlight, wenn man mal eine findet. Oh, hey. So. Oder ist meine Axt gerade einfach so schwach, dass die so viel Leben haben? Kommt mir ein bisschen viel vor, aber okay. Ach, da, genau, da ging es runter. Ah, ich gehe erstmal hier hoch. Nee, was mache ich da? Was? Wie? Wo? Irgendwer hat geschossen. Au, du da. Du. Was? Oh, yeah. Oh, gemein. Was? Hilfe? Yeah. Hallo? Oh Gott. Oh Gott. Ja, ja, ja. Geh, geh, geh. Uncool. Wie kann ich den jetzt am besten bekämpfen? Ich komme da gar nicht hin. Hallo? Das ist... Ja, ich würde ja gerne, aber... Aber... Ich gehe erstmal woanders hin. Der sieht gefährlich aus. Blöder Arsch. Ganz schön gemeiner Hinterhalt. Der hat sich verwandelt, ne? So wie der eine Boss. Ich höre was. Hi. So. Da. Ah, ich wollte gerade sagen, das ist abgeschlossen. Das ist doch mit Sicherheit abgeschlossen. Natürlich. Da muss ich ja wohl dahin. Ja, obwohl, da gab es ja noch einen anderen Weg. Oder? Ganz oben? Mann, das ist...
Boah, der hat ja alles voll geschmoddert mit Blut. Ich glaube, der killt mich jetzt, wenn ich da lang gehe, weil ich da so phlegmatisch durch die Gegend roll. Achso, ja gut. Oder wir heilen uns mal eben und gehen dann einfach hier hin, oder? Oh ja, zu dem Drachen. Geil. Okay, hier sind wieder ganz viele betende Leute, die mir, glaube ich, nichts tun, oder? Hm. Oh, wie die Angst bekommen. Oh. Seht ihr, ich rette euch. Nein, ihr seht's nicht. Okay. Ah, da hinten kommt noch einer. Oh, der steckt fest. Okay, die hier sind schwächer als die auf der anderen Seite. Was ist mit dem Drachen? Der ist tot, oder was? Oder fängt der gleich an, mich anzugreifen? Der löst sich in Asche auf. Kann das sein? Ja. Okay. Lebst du auch wirklich nicht mehr? Gut. Dann glaube ich das mal. Ach, da geht's nach oben. Hier ist sonst nichts mehr. Da? Nee. Nach oben oder nach unten? Ich gucke erstmal hier rein. Da ist einer. Da hinter den Kisten versteckt sich jemand. Könnt mich nicht verarschen. Bombe. Cool. Erstmal die Einrichtung demolieren. Noch mehr Brandbomben. Okay. Können wir runter. Und da ist dicht. Tja. Ich glaube, wir gehen. Ach, da sind Zellen. Ja, wir gehen beim nächsten Mal hier weiter runter und gucken mal, was es so im Keller zu entdecken gibt. Bis dahin. Ciao, ciao.